Moin und Servus zu Transfermarkt TV. Wir haben unter der Woche ja bereits über die Kaderplanung von Fortuna Düsseldorf gesprochen. Und heute kommt ein aktuelles Gerücht rein, die Fortuna betreffend. Denn der Bundesliga-Aussteiger hat offenbar seine Fühler ausgestreckt nach Marvin Ducksch. Angeblich sei man laut der Bild-Zeitung in den Gesprächen sogar schon sehr weit fortgeschritten mit Holstein Kiel. Ducksch ist aktuell allerdings noch vom FC St. Pauli an Kiel ausgeliehen und besitzt mit den Hamburgern einen Vertrag bis 2019. Der Leipziger Volkszeitung zufolge soll Bernardo von RB Leipzig eine Offerte von Mainz 05 vorlegen. Der gelernte Innenverteidiger wurde bei RB eher als Linksverteidiger eingesetzt. Auf den Außenverteidigerpositionen wird sich Leipzig aber höchstwahrscheinlich verstärken, sodass ein Abgang Bernardos möglich wäre. Das Werben um den Brasilianer Fred geht weiter. Eigentlich galt sein Transfer zu Manchester United für rund 50 Millionen Euro von Shakhtar Donetsk bereits als sicher. Jetzt scheint aber auch Lokalrivale Manchester City an Fred interessiert zu sein. Soilio Mité von der AS Monaco hat offenbar das Interesse von Werder Bremen geweckt. Das berichtet die L'Équipe in Frankreich. Mité spielte in der Rückrunde leihweise bei Girondins Bordeaux und könnte die Nachfolge von Thomas Delaney bei Werder antreten, falls dieser den Verein verlassen sollte. Das Champions-League-Finale 2018 wirft seine Schatten voraus. Beide Teams sind mittlerweile in Kiew eingetroffen. Real Madrid und auch der FC Liverpool. Mehr als 70.000 Zuschauer werden morgen live vor Ort in Kiew mit dabei sein. Und natürlich Millionen an den Fernsehschirmen. Real Madrid kann ja die Champions League zum dritten Mal in Folge gewinnen. Das wäre ein einmaliger Rekord. Und ja, Jürgen Klopp, er steht zum zweiten Mal als Trainer ja. Im Champions League Finale 2013 unterlag er mit Borussia Dortmund den Bayern und will es dieses Jahr natürlich besser machen. Wir schauen nochmal auf die Zahlen dieses großen Vergleichs zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass der Gesamtmarktwert zum Beispiel bei den Madrilenen fast an die Milliardengrenze reicht. Also der Kader fast doppelt so wertvoll wie der des FC Liverpool. Und wir sehen auch, es gab diese Begegnung noch gar nicht so oft. Im Moment steht es also 2:2 im direkten Vergleich. Und wir sind gespannt, wer also morgen das fünfte Spiel zwischen diesen beiden Teams für sich entscheiden kann. Und das Spiel morgen ist natürlich auch das Duell von Superstar Cristiano Ronaldo gegen den Shootingstar der abgelaufenen Saison gegen Mohamed Salah. Mohamed Salah ja der Premier League Spieler des Jahres. Cristiano Ronaldo, er hat die Champions League bereits viermal gewonnen. Für Salah wäre es der erste Titel. Und aus deutscher Sicht ist es auch das Duell von Toni Kroos gegen Jürgen Klopp. Und beide haben sich im Vorfeld dieses Finales geäußert. Yes, we feel really good and we think we are in a deserved where we are because the boys showed really up in all the different games and it was a very exciting journey so far and now we want to bring it to a best possible end. It's going to be very difficult for us on Saturday because I know how he's able to motivate his team, how it gives him a very good tactic for the games. That's why I'm sure it's going to be difficult, but I'm also sure that it's going to be difficult for Liverpool. Ja, aber beiden kann man, glaube ich, die Vorfreude raushören, auch wenn sie unterstreichen, wie schwierig das morgen sein wird für ihre jeweiligen Clubs. Wir sind gespannt drauf und wir wollen jetzt nochmal uns eine exklusive Meinung, eine Stimmungslage aus Madrid abholen von Real-Total-Chefredakteur Nils Kern. Er ist ganz nah dran an den Madrilenen. Hier kommt seine aktuelle Einschätzung zu diesem Spiel. Schon wieder Champions League Finale, schon wieder mit Real Madrid und schon wieder werden die Königlichen vermutlich so auflaufen wie letztes Jahr im Finale in Cardiff gegen Juventus Turin. In der Startelf natürlich Keylor Navas auf der Torhüterposition, auf der Rechtsverteidigerposition ist Dani Carvajal wieder fit, Rafael Varane, Sergio Ramos daneben und Marcelo auf links. Am Mittelfeldtrio gibt es auch nicht viel zu rütteln, dort sind dann Luka Modric, Carlos Casemiro und Toni Kroos, die hoffentlich die Fäden ganz ruhig ziehen, den Ball konzentriert hin und her spielen lassen, sodass sich Liverpool auch ein bisschen müde und abläuft. Und dann vorne gibt es noch ein Fragezeichen, dort kämpfen noch drei Spieler um zwei Positionen, nämlich die Position neben Cristiano Ronaldo.
Vermutlich wird Isco Alarcón auf der 10er Position des Spielmachers den Vorzug bekommen und dann neben Ronaldo auf der Doppelspitze Karim Benzema mitwirken. Benzema weiß einfach, wie Ronaldo funktioniert. Die spielen seit 2009 zusammen und sind da ein gutes Duo, sodass Benzema Ronaldo einige Chancen auflegen kann. Bedeutet auf der anderen Seite Gareth Bale vorerst und schon wieder in einem Spitzenspiel auf der Bank. Der Waliser aber dafür immerhin eine Top-Waffe noch für Zidane, sollten die Königlichen in Rückstand geraten, sodass Bale dann noch kommen kann und ja, möglicherweise auch wenn Isco vorher mit seinen Ballbesitz-Skills, seiner Kontrolle im Spiel den Gegner müde gelaufen hat, dass dann Bale für den Todesstoß mit seiner Schnelligkeit sorgen kann. Man hat ja auch noch Marco Asensio und Lucas Vazquez auf der Bank, auch Waffen, die Zidane gerne bringt mit ihrer Geschwindigkeit. Und die komplette Einschätzung von Nils Kern inklusive der Schlüsselduelle, die könnt ihr bei uns auf YouTube sehen. Seit Oktober 2015 ist Jürgen Klopp Cheftrainer beim FC Liverpool und hat dem Verein seitdem seine Spielphilosophie eingehaucht. Und das mit großem Erfolg. In der abgelaufenen Premier League-Saison ist Liverpool Vierter geworden und morgen steht Jürgen Klopp zum zweiten Mal in seiner Karriere im Champions League-Finale. Grund genug, mal auf seine Top-Transfers in seiner Liverpooler Zeit zu schauen. Und hier kommen sie. Auf Platz 5 Jorginho Wijnaldum. Ihn holte Klopp 2016 für 27,5 Millionen Euro von Newcastle. Alex Oxlade-Chamberlain wurde zum Transferschluss im Sommer 2017 vom FC Arsenal für rund 38 Millionen Euro verpflichtet. Sadio Mané, der Senegalese, wechselte für gut 40 Millionen Euro 2016 von Southampton nach Liverpool. Und Mohamed Salah. Im Sommer 2017 ging es für ihn aus der ewigen Stadt nach England. Und diese 42 Millionen Euro waren mal ein richtig gelungenes Invest. Seitdem spielt er eine fabelhafte Saison und die Nummer 1 ist Virgil van Dijk. Er kam erst in der Winterpause von Southampton und ist seitdem Abwehrchef bei den Reds. Der Club ist zurück in der Bundesliga. Doch mit welchem Personal wird der erste FC Nürnberg in die kommende Saison gehen? Wir analysieren heute für euch den aktuellen Kader und stellen euch natürlich auch die aktuellsten Gerüchte nochmal vor rund um den ersten FC Nürnberg. Sportvorstand Andreas Bornemann hat schon mal eine Marschroute vorgegeben. Er sagt nämlich, wir werden der höheren Spielklasse entsprechend die nötige Qualität zulegen. Ja, und welche Qualität das sein wird, das muss sich noch zeigen. Erstmal hat der erste FC Nürnberg eher zwei Perspektivspieler verpflichtet. Das sind zum einen Kevin Godin vom ersten FC Köln. Er also ein vielversprechender junger Spieler. Er kommt ablösefrei von den Rheinländern. Und auch Tölles Knöll ist ein interessanter junger Perspektivspieler, den der Club ablösefrei aus Hamburg verpflichtet hat. Ja, kein Perspektivspieler ist definitiv Kevin Möwald. Der hatte eine ganz starke Saison in Nürnberg und er wird definitiv nicht mit an Bord sein in der kommenden Saison, denn er verlässt den Club ablösefrei Richtung Bremen. Und ein weiterer Bremer, der im Moment ausgeliehen ist für den ersten FC Nürnberg, Ulises Garcia. Er hatte keinen wirklichen Erfolg bei den Franken und er wird aktuell bei uns in der Gerüchteküche mit dem Schweizer Meister Young Boys Bern in Verbindung gebracht. Und es gibt noch drei weitere Leihspieler, deren Verträge enden. Lukas Hufnagel, Tobias Werner und Marvin Stefaniak. Bei ihnen ist noch nicht klar, wie es wirklich weitergeht. Viel Arbeit hat also Sportvorstand Andreas Bornemann noch vor sich. Einen Haken kann er allerdings machen, und zwar hinter André Petrak. Er hat nämlich vor kurzem seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Also mit ihm kann der erste FC Nürnberg planen für die kommende Saison. Unklar hingegen ist die Zukunft von diesen vier Spielern. Thorsten Kirschbaum, Laszlo Sepsi, Miso Bretschko und auch Enes Alushi, deren Verträge auslaufen. Allesamt erfahrene Spieler, aber eben aufgrund ihres Alters fraglich, ob sie neue Vertragsangebote des Clubs bekommen werden.
Ja, und Andreas Bornemann eben über auslaufende Verträge. Er hat gesagt, wir nehmen uns die Zeit im Nachgang. In den nächsten Tagen werden Entscheidungen fallen. Also, das ist spannend für die Nürnberger Fans zu sehen, was da passieren wird. Und auch bei uns im Forum war natürlich einiges los zum Thema Nürnberg. Wenn der Kader auf 23 bis 25 Spieler reduziert werden soll, würde ich mit Werner und Sepsi nicht verlängern, sondern mich nach Spielern umsehen, die uns auch in Zukunft weiterhelfen können. Kirschbaum als Ersatztorhüter ist okay, aber auf dem Leistungsniveau gibt es genug Alternativen. Und User FrankieM2 hat eine Meinung zu Tobias Werner. Hier kann man eigentlich nur verlängern, auch wenn der sich mit den erwünschten Neuzugängen hoffentlich eher an Rang 4 der Außenstürmer einfinden soll. Aber einen Bundesliga-erfahrenen Backup darf man eigentlich nicht ziehen lassen. Und ich habe euch eben Gerüchte angekündigt rund um den ersten FC Nürnberg, was ich also tun könnte in diesem Sommer. Steigen wir gleich mal ein in unsere Gerüchteküche, was den Club angeht. Der 24-jährige Österreicher Kevin Stöger zum Beispiel vom VfL Bochum, er könnte womöglich Nachfolger von Kevin Möwald werden. Das allerdings, wie gesagt, im Moment noch Spekulation. Wechselwahrscheinlichkeit in der Gerüchteküche bei 43%. Und für die Offensive ist der 21-jährige Stürmer Sulaiman Abdullahi von Eintracht Braunschweig ein Kandidat beim Club. Seine Wechselwahrscheinlichkeit im Moment bei 31%. Und auf der Torhüterposition wird Christian Matenia heiß gehandelt. Die Chancen stehen gut, dass es zu einem Wechsel vom HSV zum Club kommen könnte. Und wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten sollten, dann könnte der erste FC Nürnberg mit folgender Elf in die kommende Saison gehen. Wir haben ein bisschen gespielt und ein bisschen spekuliert. So könnte also die Stammelf eventuell aussehen am ersten Spieltag. Und wie ihr seht, sind das viele Spieler, die aktuell also bereits im Kader stehen. Und Kevin Stöger, wie gesagt, im Moment in der Gerüchteküche noch mit dabei. Und auch Abdullahi von Eintracht Braunschweig. Sie könnten in die Stammelf rutschen, wenn sie denn verpflichtet werden sollten für die Saison 2018-2019. In unserem heutigen Transferticker starten wir mit einem Bundesliga-Absteiger, mit dem ersten FC Köln. Die Kölner haben nämlich Außenverteidiger Benno Schmitz von RB Leipzig verpflichtet. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Atletico Madrid hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Rodri gesichert. Der 21-Jährige kommt zur nächsten Saison für rund 20 Millionen Euro vom FC Villarreal und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023. Tim Walter wird neuer Cheftrainer von Zweitligist Holstein Kiel. Walter trainierte zuvor die Regionalligamannschaft des FC Bayern und tritt in Kiel die Nachfolge von Markus Anfang an. Morgen gibt es eine weitere große Entscheidung im Fußball in England. Es steigt nämlich das Championship-Playoff-Finale zwischen Aston Villa und dem FC Fulham. Es geht um den Aufstieg in die Premier League und das Ganze vor einer standesgemäßen Kulisse im Londoner Wembley-Stadion. Zur Einstimmung haben wir für euch jetzt nochmal die Schlüsselspieler beider Clubs. Alexander Mitrovic, der 23-Jährige, kam in der Winterpause auf Leihbasis zum FC Fulham und schlug voll ein. In 17 Spielen netzte er 12-mal ein. Stand jetzt muss er allerdings im Sommer zurück zu Newcastle United. Ebenfalls eine überragende Saison spielt Ryan Sessegnon. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 48 Saisonspiele und 16 Tore. Dazu bereitete er 6 Treffer vor. Er steht bei vielen europäischen Topclubs bereits auf dem Zettel. Günstig wird der 18-Jährige allerdings nicht. 25 Millionen Euro ist er aktuell wert. Der 22-Jährige Jack Grealish hat sich als Stammspieler bei Aston Villa durchgesetzt. Der offensive Mittelfeldspieler schoss 3 Tore und bereitete 5 Treffer vor. Seine Entwicklung ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Der Aufstieg in die Premier League wäre der nächste große Schritt in seiner noch jungen Karriere. Sein aktueller Marktwert liegt bei 5 Millionen Euro.
Die langjährige Chelsea-Legende und ehemalige englische Nationalspieler John Terry war in der abgelaufenen Spielzeit Kapitän und Stammspieler bei Villa. Seine Erfahrung hat dem Team gut getan. Wir sind gespannt, wie und ob es für ihn nach dieser Saison weitergeht. Morgen ab 17.45 Uhr ist es dann also soweit. Das Championship-Playoff-Finale zwischen Aston Villa und dem FC Fulham. Live übrigens zu verfolgen bei Sport Digital. Wir von Transfermarkt TV Magazin gehen jetzt in die Sommerpause, sind aber ab dem 20.06. wieder für euch da. In der Zwischenzeit halten wir euch natürlich auf dem Laufenden auf transfermarkt.de, auf Transfermarkt TV und auf YouTube. Und zur Einstimmung auf dieses große Fußballwochenende. Jetzt nochmal die Highlights aus den Championship-Halbfinals. Bis dahin, gute Zeit.